Gut. Was haben die denn hier alles in diesem Garten? Das ist ja nicht mehr normal. Das ist kein Garten, das ist irgendwie eine Müllhalde. Ein atomverseuchter, verdreckter Garten für Messis. Was ist das denn? Ein Kugelkäfer? Das ist mir alles ein bisschen unheimlich hier, also ehrlich. Ich gehe mal hier hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Sinn und Zweck hat. Ob ich von hier aus irgendwo hinkomme. Nö. Außer, dass es immer nebliger wird. Okay. Das sind so Spielfiguren, die kenne ich noch von damals. Gut, ich lasse das jetzt mal mit dem. Ich finde die ja sowieso überall, da kann ich es abhacken. Eine Tigermücke. Ein Stumpf. Ja. Mal gucken. Jetzt bin ich hier angelangt. Das ist der Stumpf und da ist irgendwie das Teil drin. Okay. Jo. Jo, jo. Ah, geh mal hier auf den Sack. Ich sehe leider, wie das ist. Es ist Nacht mal wieder. 23 Uhr. Und es ist, ja, schwierig, überhaupt was zu erkennen. So. Na. So. Gott, ich komme hier echt weit hoch. Ihr seht schon, ich versuche die ganze Zeit hoch zu springen. Auf diesen Stumpf. Gott, es ist anstrengend hier rauszukommen. Alter, es ist anstrengend. Wahrscheinlich ist der Zugang hier unterirdisch. Wahrscheinlich hier rüber, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist das denn? Ach, schon wieder so eine Wolfsspinne. Wo kommen wir hier lang?
Auf der anderen Seite wahrscheinlich. So. Jetzt haben wir den ganzen Garten schon bis abgelaufen. Von der Seite aus. Die eine kämpft gegen die, die andere kämpft gegen den. Okay. Macht mal. Aber haltet mich mal raus. Wie ich meiner Frau auch mal sage, wenn ihr Probleme habt unter Geschwistern, was jümmert mich das? So. Dann wollen wir mal hier weitergehen. Mal gucken, was haben wir hier noch alles. Aber jetzt sind wir hier auch schon an der Hauswand. Also, wir haben, ja, hier ist so einiges. Hier sind noch zwei versteckte Chipkarten, Bürgerdinger da. Und jetzt sind wir mal den hinteren Teil des Gartens abgelaufen. Die Frage ist, gibt es hier irgendwas Vernünftiges oder nicht? Irgendwas Missionsabhängiges oder nicht? Ich werde jetzt aber trotzdem mal. Hier runterrennen, weil ich mir da eine Werkbank bauen kann später und den Zugang nach oben bauen kann. Damit ich auch immer wieder hier rankomme. Das ist auch wichtig, weil ich möchte nicht immer ewig, den ewigen Weg da hinten hochlaufen. So. Aber jetzt laufe ich wieder in die Richtung. Ich wäre eigentlich in die Richtung. Genau. Ich will ja eigentlich in die Richtung. Durch den Dschungel meines Gartens. Gartens. Das ist ja wirklich ein Dschungel. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Also, hier würde ich nicht freiwillig leben wollen. Ich bin ja normalerweise nicht für den Rasenmäher. Ich bin normalerweise für Wildwuchs und so weiter. Aber diesen Garten, muss ich ehrlich sagen, alles raus und neu. Alles raus und neu. Sind wir jetzt angekommen da? Gut. Also ist hier der große Teich. Das Problem ist, okay, hier lang. Super, aber also wie viele Kassetten haben die denn hier rumzuliegen? Wie viele Kassetten haben die hier? Das ist ja nicht normal. So. Und ganz besonders warm wird es mal wieder hell. Wann wird es wieder hell? Das ist die ganz andere Frage. Jetzt bin ich hier. Eigentlich wollte ich da runter. Okay. So. Geht, jetzt müsste hier noch ein Weg lang gehen. Genau. Jetzt wollte ich hier lang.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.